Hallihallo, meine liebe Leseratten da draußen. Ich hoffe, ich sitze so richtig im Bild, weil sonst ist es scheiße. Heute kommt mein Leserückblick für den Juli. Oh mein Gott, ist es schon wieder August. Man kann es kaum glauben. Ja, wie gesagt, es kommt der Leserückblick Juli. Ich habe sage und schreibe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Bücher gelesen und eins abgebrochen. Davon muss ich ehrlich sagen, habe ich vier Reihen angefangen und eigentlich so gesehen mit einem Buch eine Reihe abgebrochen. Okay, aber damit das Video jetzt nicht zu lang wird, starte ich auch gleich. Aber erstmal kommt diese vier Bücher. Sieben Bücher. Ich habe das Abgebrochene soweit mit zugezählt, wie ich gelesen habe. Haben 2741 Seiten gemacht und durch 31 Seiten, 31 Tage macht es 88,42 Seiten. Heißt 88 Seiten pro Tag. Ja, ich fange erstmal mit meinem abgebrochenen Buch an. Und zwar ist es von Ellie Condy, Die Flucht Cassia and Kay. Ja, das erste Buch hat mir wenigstens noch gefallen. Mit 3 Sternen habe ich es abgegeben, wollte ich nicht sagen. Abgeschlossen. Und das Buch habe ich, wie gesagt, nach knapp 370 Seiten abgebrochen, weil es mich einfach nicht mehr interessiert hat. Und Annie hatte das dann halt weggelesen. Das letzte wird sie wahrscheinlich als Hörbuch hören. Viel Spaß dabei, Annie. Tut mir leid, dass ich es nicht mit durchziehe. Aber so gesehen kann ich halt Ellie Condy für mich jetzt abschließen. Ich weiß immer noch nicht, ob ich Atlantia weiterlesen werde, weil ich habe es ja hier jetzt auch noch stehen. Oder ob ich Ellie Condy komplett aus meinem Regal verbannen werde. Das könnt ihr mir ja übrigens auch in die Kommentare schreiben, auch zu den anderen Büchern, ob ihr das schon gelesen habt, ob ihr es lesen wollt und so. Und ob ihr auch so der Meinung seid. Als nächstes habe ich hier ein Buch, das habe ich mir auf dem Flohmarkt gekauft, von Cornelia Funke, Tintenherz. Das hat 2,5 Sterne von mir bekommen. Ich fand wirklich, dass ja die Verfilmung besser als das Buch. Das Buch war so an einigen Stellen zu lang und ja, es war einfach nicht meins. Und das ist eines der Bücher, wo ich eine neue Reihe mit angefangen habe. Als nächstes konnte mich aber ein anderes Buch überzeugen, was viele jetzt sagen werden, oh, du hast es jetzt erst angefangen zu lesen. Ja, ich habe es jetzt erst angefangen zu lesen. Und zwar Harry Potter and the Philosopher's Stone. So, das Buch hat wirklich 3 Sterne von mir bekommen. Mal gucken, wenn ich mir die anderen zulege und wie die anderen Bücher mir in Englisch gefallen. Ich finde vom Bloomsbury Verlag das so cool, diese Aufmachung. Aber die andere Aufmachung, muss ich sagen, ist eigentlich auch ziemlich lustig. Aber ich brauche es eigentlich nicht. Und zwar sind die anderen Auflagen vom Bloomsbury Verlag in den in den Farben von den Häusern. Wenn ihr es nicht vergessen solltet, blende ich euch die ein. Oder ich stelle unten im Link einfach mal vom Bloomsbury Verlag einfach die ganzen, ja, verschiedenen Bücherreihen. Dann habe ich eine Reihe angefangen, wo ich dann denke so, hört sich eigentlich ganz gut an. Ich will mir aber Teil 2 und 3 noch nicht kaufen. Und zwar ist es von Susan Mee, Angel Fall, Nacht ohne Morgen. Ja, ich bin der Fan von Raffi. Und mal gucken, wie das mit ihm in den nächsten Bänden weitergeht. Ich finde es einfach so genial. Es hat 3 Sterne von mir bekommen, aber es ist Luft nach oben. Deswegen, also ist das so genial. Viele meinten ja, genauso wie bei
bei Kessel & K, dass es mit jedem Buch schlechter wird. Mal gucken, wie es mir besorgt geht. Ich muss ehrlich sagen, neben meiner Lampe jetzt zu filmen, wird mir ganz schön warm. Als nächstes habe ich von J.A. Ward Seelenjäger und Todesfluch gelesen. Das sind Band... Oh, jetzt weiß ich meine Bänder nicht mehr. Doch, Band 9 und 10 von Blackdecker. Ihr wisst ja, ich lese immer zwei Bücher, weil da, im Deutschen haben sie es so gemacht, dass ja die... dass ein Buch aus dem Englischen zwei Bücher im Deutschen sind. Aber ich finde eigentlich auch so, so geil, dass im Deutschen jetzt einige Bücher auch zusammen sind. Und in den Teilen geht es um Jane und Vishu. Genau, Jane und Vishu. Das finde ich auch genial. Und wie gesagt, zu den beiden haben vier Sterne bekommen. So. Als nächstes, beziehungsweise als letztes, kommt von Ransom Riggs, die Insel der besonderen Kinder. Ich bin so froh, dass ich es mir gekauft habe. Also das Buch hat mich ja echt nicht losgelassen. Und daraufhin habe ich mir auch den Film gekauft. Und deswegen, es wird wahrscheinlich auch wieder ein Video dazu geben. Ein Buch versus Film. Ja, um mal zu gucken, wie es wirklich ist. Ich glaube, ich muss auch noch zu Rubinrot und so das machen. Naja, wie gesagt, das Buch hat 5 Sterne von mir bekommen. Es hat mich nicht losgelassen. Und ich werde hier mal Tschüss sagen, weil Leute, mir ist unendlich warm jetzt in diesem Licht. Also ich gehe hier in meine kleine Ecke ein. Wir sehen uns demnächst wieder. Also bis dann. Ciao.